Julita und ihr Freund Florian machen eine schwere Zeit durch. Im Februar erfährt die YouTuberin, dass sie Zwillinge erwartet. Doch eines ihrer Babys schafft es nicht durch die ersten Schwangerschaftswochen. Das teilen sie und ihr Liebster im Mai in einem emotionalen Video mit ihrer Community. Mit Promiflash spricht die Influencerin offen über ihren traurigen Verlust. Wir haben uns ganz stark Gedanken gemacht. Das war das erste Mal, dass etwas nicht funktionieren sollte von der Natur aus. Man hatte richtig Angst. Wir waren total vorsichtig mit allem. Bei jedem Ziehen und Zucken, obwohl man das von zwei Schwangerschaften schon kennt, ist direkt, oh Gott, hoffentlich ist mit dem Baby alles in Ordnung. Auch für den werdenden Papa ist die Nachricht zu der Zeit ein großer Schock. Im Interview erinnert sich Florian an seine ersten Gedanken. Es kam total unerwartet. Wir waren beim normalen Frauenarzttermin und sie kam raus mit Tränen und wollte direkt losfahren. Das hat uns kurz mal von den Socken gehauen. Nach diesem Schlag findet das Paar Trost in seiner jungen Familie. Denn ihr gemeinsamer Sohn Leonardo und Mila, Julitas Tochter aus vorheriger Beziehung, halten die beiden auf Trab. Bevor die Netzbekanntheiten die Neuigkeit publik machen, versuchen sie zunächst selbst mit ihrer schlimmen Situation klarzukommen. Und entscheiden sich erst einige Monate später dazu, mit ihrem Verlust an die Öffentlichkeit zu gehen. Dabei möchte das Paar vor allem verdeutlichen, dass ein solcher Verlust natürlich ist und zum Lauf des Lebens dazugehört. Wie Julita erklärt, findet sie es unfair, dass man eine Schwangerschaft erst verkündet, wenn sie funktioniert. Immerhin solle auch über die Kinder gesprochen werden, die es nicht schaffen. Die YouTuberin will deshalb ein Vorbild für Frauen sein, die dasselbe Schicksal erleiden. Es sollte kein Tabuthema sein. Ich möchte nicht immer gesagt bekommen, bei euch läuft alles perfekt, da ist alles schön. Nein, ganz im Gegenteil. Es kann auch mal so etwas passieren. Man muss nur stark aus der Sache zusammen rausgehen. Ihren Tränen lässt die Beauty nach der Veröffentlichung ihres Schicksalsschlags deshalb immer wieder freien Lauf. Auch über ihren harten Schwangerschaftsverlauf spricht die 23-Jährige ganz offen. Denn ebenso wie mit Übelkeit und Rückenschmerzen hat Julita auch mit extremen Stimmungsschwankungen zu kämpfen. Vor allem die guten Dinge weiß das Paar heute umso mehr zu schätzen, wie die werdende Mama verrät. Man ist durch eine solche Situation noch dankbarer für alles, was einem Gutes widerfährt. Man muss immer das Positive aus den Dingen ziehen und sich an dem gesunden Baby festhalten. Und auch Florian kann sein Papaglück kaum erwarten. Ihr kleines Sternenbaby wollen Julita und Florian trotzdem nie vergessen.